Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, in der NS-Zeit übernahm und erweiterte die Geheime Staatspolizei reichsweit Personen- und Vorgangskarteien der politischen Polizei Preußens. Die Gestapo nutzte sie für Überwachung und Zugriff beim Versuch, die NS-Volksgemeinschaft herzustellen. Bei Kriegsende vernichteten die Täter nahezu alle dieser Karteien. Nur 5 sind überhaupt erhalten und darunter diejenige für den Regierungsbezirk Osnabrück. Gemeinsam mit Dr. Sebastian Bonzio haben wir in einem DFG-Projekt ein vollständiges, digitales, maschinenlesbares Replikat dieser Kartei gebaut. Und das macht die Quelle auf bisher einzigartige Art und Weise zugänglich. Einige Erträge dessen liegen schon vor. Das Niedersächsische Landesarchiv hat bereits den gesamten Datenbestand der Kartei in seinen digitalen Katalog eingespielt, sodass Sie alle bereits jetzt in dem Digitalisat recherchieren können. Den Gedenkstätten Augustaschacht und Gestapo-Keller konnten wir umfassende Auswertungen und Modellierungen für die neue Dauerausstellung zuliefern, die Sie gleich hier im Schloss besuchen können. Und nicht zuletzt, wir publizieren fleißig Ergebnisse. Auch unsere Studierenden nutzen den Datensatz für Abschlussarbeiten an der Schnittstelle von Forschung und Lehre. Unsere Erkenntnisse bewegen sich auf 3 Ebenen. Erstens sehen wir nicht mehr nur die einzelnen Fälle oder die einzelne Karte, sondern das erste Raumzeitmodell des Verfolgungshandelns der Gestapo. Auf 48.819 Karten befinden sich Informationen zu 48.767 Personen und 40.939 Sachverhalten, die sich 33.250 Wohnadressen zuordnen lassen. Eine dieser Karten dokumentiert, wie die Beziehung zwischen einer deutschen Frau und einem Zwangsarbeiter aus Polen dazu geführt hat, dass 1942, veranlasst durch die hiesige Gestapo, keine 50 Meter von hier, Erna A. ins KZ Ravensbrück eingewiesen und Boleslaw B. im Konzentrationslager Neuengamme ermordet wird. Setzen wir nun tausende solcher Sachverhalte zueinander in Beziehung, dann werden nicht nur Opfer und Täter im Profil erkennbar, sondern auch Strukturen, Praktiken und die Pfadabhängigkeiten von Überwachung und Verfolgung und am Ende von Mord. So wie sehr stark vereinfacht auf dieser kartografischen Auswertung dargestellt. Zweitens lernen wir etwas über die Anfänge, Technik und wissensbasierte Herrschaft. Denn als die deutschen Verwaltungen Ende der 20er Jahre Großkarteien einführten, war das in etwa so wie die digitale Revolution heute. Eine extreme Leistungssteigerung der Datenverarbeitung, allerdings nur zu bald pervertiert durch die Idee totalen Durchherrschens von Gesellschaft im NS-Staat. Organisiertes Wissen wurde zu einer zentralen Machtressource. Dieses Wissen aber war eine soziale Konstruktion. Die Karteikarten zeigen auch, wie und mit welchen Folgen die Gestapo ihre Wirklichkeit hergestellt hat mit Begriffen wie rassische Musterung, Sonderbehandlung oder Schutzhaft. Drittens gehören wir zu den Pionieren einer Data-Driven History, die sozialhistorische Prozesse und Wissensproduktion aus historischen Massendaten modelliert und analysiert, um die Verwobenheit sozialen Handelns und der Datifizierung, der Abbildung, der Wissensproduktion besser verstehen zu können. Das setzen wir inzwischen in unserem Projekt zur Osnabrücker Ausländermeldekartei fort, die wir für den Zeitschnitt 1930 bis 1980 beforschen. Unsere Arbeit mit der Osnabrücker Gestapo-Kartei dokumentiert also Täter und Taten, macht Opfer sichtbar, analysiert Muster von Verfolgung und Repression, rekonstruiert Praktiken totalitärer Herrschaft und entwickelt die Methoden digitaler Geschichtswissenschaft weiter. Wenn Sie nun also bis zum nächsten Wissensforum über unsere Arbeit up-to-date bleiben wollen, lesen Sie unseren Wissenschaftsblog nghm.hypothese.org. Guten Abend.